Erstens, die Jungfrau ist eine wunderschöne, halbnackte Frau mit zerrissenen Kleidern und einem langen Zopf. Zweitens, die Jungfrau befindet sich in Gefahr oder findet den Weg nicht mehr nach Hause. Drittens, die Jungfrau schreit voll Entzücken den Namen des Avatars, nachdem sie gerettet wurde. Und genau das werden wir jetzt gleich machen. Gut, dann mal los. Ja, das werden wir. Doch zuerst noch etwas Wichtigeres. Das ist eine Kiste. Der Grund, warum seine halbgöttliche Wenigkeit nicht am Kampf teilhaben konnte, war diese Truhe. Was ist mit der Truhe? Truhen sind sehr wichtig, Drake. Da können die tollsten Schätze versteckt sein. Also lasst sie uns plündern. Aber was ist mit der Jungfrau? Sie schreit noch immer um Hilfe. Er rettet mich! Hilfe! Hilfe! Ist denn gar kein hübscher Ritter da, der ein jungfräuliches Geschöpf erretten möchte? Ja, ja, seine halbgöttliche Wenigkeit hört sie ja. Doch ihr müsst Prioritäten setzen. Eine kostbare Truhe oder eine Jungfrau, die bestimmt noch etwas warten kann. Truhen könnt ihr jederzeit plündern, wenn ihr in der Nähe steht. Ihr verliert keine Zeit dabei. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Wir werden uns jetzt... Alles klar, tschüss, mit Öss. Viel Glück, Kommandant Drake. Kommandant Drake? Ja. Seid nicht zu bescheiden. Ihr seid jetzt ein Kommandant. Tragt diese Bürde mit Stolz. Lasst uns nun aufbrechen, Kommandant Drake. Wo läuft er denn jetzt hin? Ich würde ja gerne. Kann man hier looten? Da kann man irgendwas machen. Kleine Goldbeutel. Ich weiß nicht, wo diese Schnellplündertaste ist. Ich weiß, dass es hier. Plündern soll. Muss er erstmal hinlaufen. Ich weiß, dass es hier zwar ein Handbuch gibt, aber das gibt es auf CD. Und was sind das? Taste 6. Alles klar. Ihr habt einen kleinen Heiltrank im Inventar. Wollt ihr noch halbgöttliche Weisheiten hören? Mein Gott, labert einer zu. Ich bin wissbegierig. Lüg ich mal. Seid, dann benutzt den Trank. Wir brauchen euch bei bester Gesundheit. Weder euch noch seiner halbgöttlichen Wenigkeit darf etwas zustoßen. Sonst ist unser stolzes Königreich Glory Geschichte. Öffnet dazu das Charakterfenster und wählt den Trank mit der rechten Maustaste an. Gegenstände sind sortiert in drei Kategorien. Waffen und Rüstungen, Tränke sowie Wert- und Questgegenstände. Ihr habt also ein fein säuberlich aufgeräumtes Inventar. Und das Charakterfenster auch hier. Charakterinfo. Tagebuch. Muss ich mit rechts rauf? Ne, mit links. Erhöhte Spielgeschwindigkeit. Brauchen wir nicht. Charakterinfo. F1. Ja, das ist es. Tränke. Wie sieht's denn aus? Ist das hier meine Gesundheit? HP. Und MP. Das sind wohl Magiepunkte und Lebenspunkte. Dann werde ich den Trank mal benutzen. Schlürf, schlürf. Oh Gott. Ich sehe schon, wenn ich den mit WSD steuere, dann ist das aber ganz schön nervig. Also klicke ich doch lieber irgendwo hin, wo er sich hinbewegen soll. War hier nicht gerade was zum Einsammeln? Oder hier? Nee. Ich glaube, den Quatsch gucken die sich einfach an. Also, wir haben hier oben viele Pilze. Ich würde sagen, geh mal hin, ne? Haltet inne, Lieblingslichtgestalt. Wir stehen nun kurz davor, auf brutalere Pilze zu treffen. Man nennt sie so, weil... Die noch brutaler sind? Okay, hier mit den Ratschlägen. Brutalere Pilze sind nicht nur etwas stärker als ihre Artgenossen, sie verfügen auch über eine besondere Fähigkeit. Mit ihrem speziellen Angriff drehen sie sich um ihre eigene Achse und schlagen härter zu. Auch wir werden weitere Fähigkeiten erlernen, wenn die Zeit gekommen ist und wir genug Erfahrung gesammelt haben. Die Fähigkeiten benötigen Mana, also achtet stets auf eure Mana-Anzeige.
Wenn der Feind sein Mana aufgebraucht hat, kann er nur noch Standardattacken einsetzen. Wieso besitzt ihr eigentlich noch keine Fähigkeit? Ihr seid doch ein mächtiger Held, der schon alles erlebt hat. Nun ja, also, kommen wir zu einem anderen Thema. Stärkere Gegner lassen sich am besten in Gruppen bezwingen. An euren Partymitgliedern und sonstigen Verbündeten könnt ihr vorbeilaufen, um euch zu positionieren. Gegner und schlafende Charaktere blockieren euch jedoch. Und immer schön daran denken, wenn ihr auf einer offenen Straße attackiert, müsst ihr damit rechnen, einigen Schaden mehr einzustecken. Also so wie hier jetzt. So, was ist das hier? Warten. Aha. Aber wir wollen ja nicht warten, wir wollen ja angreifen. Brutalerer Pilz. Da haben wir ihn. Wählt euer Ziel. Ja, hier, den. Macht der jetzt auch noch was? Muss ich den jetzt auswählen? Nee. So, ich kann die Runde beenden hier mit, was war das, 5? Und verteidige mich jetzt. Also, wieso hilft der Kollege mir eigentlich nicht? Kam die Gesundheit jetzt dazu? Was macht der denn hier eigentlich? Mach mal auch was weg hier. Und den hier auch noch weg. Ach so, die waren unterschiedlich dran. Die wechseln. Ach, das geht ja. Klar, rundenbasiert. Okay, aber ich war halt ein bisschen irritiert, weil mir nicht angezeigt wurde, dass er jetzt dran ist. Aber die einzige Anzeige, die, wenn man so will, es war, dass er jetzt dran ist, war, dass das Bild runterging zu ihm. Okay, weiß ich ja Bescheid. Der läuft irgendwie ein bisschen komisch. Was ist das? Lederverteidigung plus 2, Gold 75. Coole Sache. Oh, was habt ihr da? Eine feine Lederjacke, die wie geschaffen für euch ist. Wollt ihr noch ein paar halbgöttliche Ratschläge über Rüstungen hören? Naja, dann gib sie mir mal. Partymitglieder besitzen verschiedene Rüstungstypen. Jungfrauen zum Beispiel nutzen Stoff, was eher etwas fürs Auge bietet. Seine halbgöttliche Wenigkeit dagegen kann Plattenrüstungen tragen. Ihr könnt dafür immerhin Leder nutzen. Im Charaktermenü zieht ihr mit der rechten Maustaste die Rüstung an. Mit besseren Rüstungen senkt sich der Schaden, den ihr bei Treffern einstecken müsst. Magische Rüstungen können sogar Attribute steigern. Denkt daran, ihr könnt nur Sachen an- oder ausziehen, wenn ihr am Zug seid. Gut. Irgendwo hinziehen. Hier. Hier? Tatsächlich. Das ist jetzt besser als Verteidigung plus 1, Verteidigung plus 2 und... Ach ja, mein Holzschwert. Genau. Ich habe ja noch ein Holzschwert. So, wo war die Jungfrau? Gibt es ja eigentlich noch andere Sachen, die man... Ne, unsichtlich. Da ist noch eine Truhe. Okay, da muss ich aber auch an den Pilzen vorbei hier. Es war irgendwie so. Genau, hier. Stecken wir uns dort. Ich sehe Ritters Leute, die mich erretten wollen. Macht euch keine Sorgen. Hat die Bogen? Wir haben heute schon einige Pilze erledigt. Schnell, beeilt euch. Ich glaube, die Pilze bekommen langsam Hunger auf meine Jungfräulichkeit. Mein geliebtes Reittier wird sie nicht lange aufhalten können. Rennt herüber zu uns. Hier seid ihr in Sicherheit. Aber ich kann nicht. Die Pilze haben mich umzingelt und ich habe so eine Angst. Bitte, Holy Avatar, rettet mich. Holy und ich werden versuchen, euch da rauszuholen. Beeilen wir uns besser. Wir können sie gut für unsere Gruppe gebrauchen. Passt auf, dass sie nicht stirbt. Oh, auf einmal ist sie also doch wichtig. Na dann los, retten wir die Jungfrau. Neuer Feind. Was mich jetzt verwundert ist, wie komme ich da? Komme ich hier durch? Nee, komme ich nicht durch. Okay, ich denke mal, ich werde mich... Bewegungsmal. Ich bin dran, oder was? Kann ich hier auch hin?
Ich muss irgendwie bis dort. Und werde den Zug jetzt so beenden mit Verteidigung. Jetzt ist Holly dran. Kann ich ihn hier positionieren? Scheint so. Und auch mit Verteidigung beenden. Die kämpft ja doch, hätte sie ja gleich kämpfen können. Mein geliebtes Choco-Chick, haltet durch! Choco-Chick? Chick? Was? Da sind aber viele hier! So, ich bin dran. Brutaler Pilz und brutaler Pilz. Der macht den brutaleren Pilz. Wie kann ich eigentlich Holy Avatar auswählen? Um sein Charakterfenster zu sehen. Muss ich gleich mal gucken, ob das überhaupt geht. Was ist das denn? Pilzmagier, irgendwie. Holy crap. Was ist das hier? Plündern? Ach so, brauche ich noch nicht. Nein, wieso greift er denn diesen Pilz an? Geeignet für lange Fußmärsche und ungeduldige Abenteurer, so wie ich. So, kann man hier was einsammeln? Hier liegt nix. Drake. Drake ist dran, oder? So, der Putzki ist weg. Attack. Wow, one hit. Brutaler Elite-Pilz, was sind das für Namen? Keine Sorge, seine halbgöttliche Wenigkeit wird sich darum kümmern. Jungfrau, ihr bleibt hier auf dem Wagen in Sicherheit. Kommt, Drake, wir schlagen ihm ein paar Zähne aus. Nicht, dass ich eure Hilfe wirklich bräuchte, aber dieser Pilz ist noch brutaler als die anderen. Oh je. Holy Avatar ist dran, okay. Ich schätze mal, die HP würden reichen. Angreifen kann ich den nicht. Ich muss den also hier irgendwie positionieren. Oder wie komme ich da? Was ist das denn? Goldbeutel. So, Gold erhalten. Mit Verteidigung beenden. Ja, aber er kann ihn angreifen. Oh, ich stehe ganz gut im Saft hier mit Drake. Aua! So, jetzt wird er aber weg sein. Zack! Holy Avatar, was für ein berühmter Held! Und ausgerechnet ihr habt mich errettet! Ihr seid stark, so kühn! Ich werde für immer die Eure sein! Wie kann ich euch dienen? Seht ihr, schon haben wir ein neues Mitglied für unsere Truppe gewonnen. Sie ist zwar nicht sonderlich stark, aber Jungfrauen können ganz gut mit dem Bogen umgehen. Passt nur auf, dass ihnen nichts geschieht. Sie sterben seiner halbgöttlichen Wenigkeit ständig weg, wenn der Holy Avatar gerade mal nicht hinsieht. Ja, das ist ja ein echtes Kreuz mit dem Weibern. Die Muskeln sind atemberaubend. Schon gut, Kleines. Seht ihr? Nun haben wir unsere eigenen Fanatiker. Also Fans. Jetzt sollten wir nach Station Wish aufbrechen. Lasst uns den Ausgang im Norden nehmen. Dort werden wir unsere Truppen sammeln. Von Truppen würde ich zwar noch nicht reden, aber gut. Lasst uns Station Wish besuchen und uns sammeln. Zumindest unsere Gedanken.
Ich freue mich so sehr. Ich bin so glücklich. Holy Avatar, hier neben mir. Darf ich euch Holy nennen? Ich bin so schüchtern, aber bei euch wird mir ganz anders. Gott. Das Heldenleben könnte anstrengend werden. Dort hinten ist der Ausgang. Aber ein Elite-Pilot und seine noch brutaleren Bodyguards sperren den Weg. Zum Glück hat seine halbgöttliche Wenigkeit ein wenig Resistenz gegen Magie. Lasst mich an die Front schreiten. Bevor es losgeht, noch einige kleinere halbgöttliche Weisheiten zum Thema Fernkampf. Wollt ihr sie hören? Schnack mal los. Natürlich nicht. Würde ich klicken, aber... Mit Mandy haben wir nun eine Bogenschützin in der Party. Mit ihren Pfeilen kann sie über mehrere Felder attackieren. Sogar diagonal. Besondere Fähigkeiten und manche begehbare Objekte können die Reichweite von Fernkämpfern erhöhen. Denkt daran, dass es immer klug ist, für Bogenschützen eine geeignete, geschützte Position zu finden, wie in Büschen oder auf Waldböden. Wie ich sehe, hat mein süßes Schoko-Chick auch überlebt. Ich bin euch wirklich dankbar. Choco, du hast genug für mich getan. Du bist jetzt frei. Such dir ein lauschiges Plätzchen zum Weiden. So, das Vieh ist befreit. Jetzt will ich ja dann doch gern mal hier looten. Hallo? Goldzahn, alles klar. Das ist ja auch sehr wichtig. Ein kleiner Heiltrank. Den sollte ich vielleicht auch nehmen. Was ist das? Kleine Pfandviole. Okay, das Pfand drauf. Ja, wenn das nicht geil ist. Dann sind ja schon zwei davon. Der Goldzahn ist natürlich auch der Knaller. Schmuck, gesunder. Oh. Das kann ich mir irgendwo hinziehen. Hier vielleicht. Geht das? Tatsächlich. Ohne dass er mir das gesagt hat. Liegt hier noch was rum? Und hier noch irgendwas antatschen, benutzen? Da war was. Was ist das? Was? Und hier? Da ist ja noch eine Truhe. Kommt jetzt mal runter hier, oder? Ach, Scheiße. So. Jetzt werden wir uns die Truhe greifen. Und einen kleinen Goldbeutel haben wir erhalten. Was ist das für ein Sheet? Magischer Pilz. Weg damit. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory. Grayskull. Aha. Oh, was ist mit mir passiert? Aber es hat gut getan. Ihr wurdet Zeuge eurer Obsession. Etwas ganz Natürliches, das in jedem von uns schlummert. Wollt ihr mehr darüber wissen? Dann schnack mal los, oh mein Gott. Ihr werdet erkennen, dass sämtliche Partymitglieder über eine rote Obsessionsleiste verfügen. Wenn sie sich vollständig gefüllt hat, bricht sie aus. Die Art der Obsession hängt von der Persönlichkeit des Charakters ab. Ihr seid ein geborener Kommandant, also habt ihr eine bewegende und kitschige Rede gehalten. Euer Vorteil ist, dass in eurem Umkreis von mehreren Feldern die Partymitglieder motiviert werden können. Das führt zu einer erhöhten Kampfkraft von mehreren Runden. Euer Nachteil jedoch, nach einem Hoch folgt auch ein Tief. Und ihr seid kurzzeitig... Oh nein, echt jetzt? Änderungen an dem Status eines Charakters könnt ihr an seiner veränderten Aura um ihn herum bemerken. Noch Fragen? Ich glaube, das... Ja, ich denke, das wird... Ich könnte natürlich noch alles anklicken. Ach komm, machen wir das. Ihr könnt eure Truppen dicht um euch stellen. Dabei sollten möglichst viele Partymitglieder zuhören. Und dann fragen wir das noch hier. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat manchmal das dringende Verlangen, alte Geschichten vom großen Holy Avatar zu erzählen. Die Personen im näheren Umkreis hören dann wie gebannt zu. Kein Wunder. Es sind immer spannende Geschichten, die seine halbgöttliche Wenigkeit erzählt. Gut, wir beenden das Gespräch.
Wie kann man das hier beschreiben, dieses Spiel? Es ist irgendwie, also am Anfang noch sehr textlastig, aber wahrscheinlich soll auch die Witzigkeit dadurch rüberkommen. Es ist kein sonderlich bisher anstrengendes Spiel. Man muss sich nicht viel Mühe geben, es ist halt einfach Point and Click sozusagen. Und ja, mit relativ witzigen Charakteren und auch Synchronisation. Ich, ja, finde es noch unterhaltsam, weiß nicht, was da kommt. Es ist natürlich ein bisschen anstrengend, weil jetzt halt unheimlich viel Geschwafel ist, aber das ist halt wie ein Tutorial am Anfang, kann ich nachvollziehen. Später wird es wohl etwas weniger werden, nehme ich mal an. Kann ich jetzt nicht weiter beurteilen. Ich mache hier erstmal ein kleines Päuschen und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und dann schaltet wieder rein bei Grotesque Tactics, Evil Heroes. Ne? Also bis dann, ciao, ciao.